Ja, guten Morgen, sehr verehrte Damen und Herren. Vor allem guten Morgen, liebe Ehrengäste. Mein Name ist Guido Warlimon. Ich bin verantwortlich für die Kommunikation am Institut für Weltwirtschaft und freue mich, heute Sie durch diese Preisverleihung führen zu können. Es ist die 13. des Weltwirtschaftlichen Preises und bei dem, was wir heute erwarten, sicherlich eine Glückszahl. Ich möchte aber Sie gar nicht hier offiziell begrüßen, denn das steht mir nicht zu. Dafür sind unsere Gastgeber da und ich möchte deshalb auch erstmal die Gastgeber der heutigen Veranstaltung und den Vertreter der Landesregierung hier zu mir auf die Bühne bitten. Allen voran den Hausherrn, Oberbürgermeister Dr. Kämpfer, Konsul Vater für die IHK Schleswig-Holstein, Vizepräsident, und als Vertreter des Landes Schleswig-Holstein den Chef der Staatskanzlei, Herrn Lossel Müller. Und natürlich last but not least den Präsident unseres Instituts für Weltwirtschaft, Professor Snorr. Wenn Sie sich hier, genau, das ist wunderbar. Herr Kämpfer, Sie sind hier der Hausherr und deshalb möchte ich Ihnen erstmal die Möglichkeit geben, die Gäste hier nochmal zu begrüßen offiziell. Ja, sehr geehrte Preisträger, sehr geehrte Mitpreisverleiher, sehr geehrte Gäste, herzlich willkommen hier im Kieler Rathaus zu diesem einem, manche sagen dem, gesellschaftlichen Höhepunkt der Kieler Woche. Das ist die dritte Säule. Neben dem Segel-Event, neben dem Sommerfest haben wir diese tollen Preisverleihungen und Ereignisse, und der Weltwirtschaftliche Preis ist eins der ganz, ganz großen Highlights. Wir freuen uns über die große Resonanz auch in diesem Jahr, und dass wir in diesem Jahr hier auch die Gastgeber sein können im Rathaus, freut mich ganz besonders. Schön, dass Sie alle da sind. Die Kieler Woche hat wunderbar angefangen und sie geht heute mit diesem Preis genauso gut weiter. Seien Sie uns herzlich willkommen. Vielen Dank. Herr Vater, Sie repräsentieren die IHKs hier in Schleswig-Holstein. Aus Ihrer Sicht, worin liegt der Reiz so eines Preises wie des Weltwirtschaftlichen Preises, den wir jetzt schon lange gemeinsam vergeben dürfen? Ja, zunächst beginne ich auch natürlich mit einer herzlichen Begrüßung und mit einer Gratulation an die Preisträger. Aber Ihre Frage ließe sich sehr lange ausführen. Das wollen wir natürlich nicht. Wir stehen heute nicht im Mittelpunkt, deswegen nur ganz kurz. Der Weltwirtschaftliche Preis ist eine wirklich herausragende Veranstaltung zur Kieler Woche, aber es ist ein Leuchtturm für unser Land. Man muss wirklich sagen, dass da etwas Großartiges geschaffen wurde. Herr Professor Snorr, einen herzlichen Dank auch an Sie, an das Institut für Weltwirtschaft, denn die Strahlkraft zielt auf unser Land ab und das können wir sehr gut gebrauchen. Wenn ich mir heute die Welt anschaue, dann erleben wir Protektion. Wir erleben nationalstaatliches Gedankengut an vielen Stellen der Welt und das treibt uns um, das macht uns Sorgen als Bürger, als Europäer, aber natürlich auch als Wirtschaft. Und wir sind uns, glaube ich, alle einig hier im Saal, dass freier Handel, der freie Handel mit Waren, mit Gütern, Dienstleistungen und auch der Austausch von Know-how ein wesentlicher Bestandteil und Voraussetzung ist für wirtschaftliche Prosperität, für Wohlstand, für Teilhabe. Und das, was wir erleben, ist in Teilen das Gegenteil. Und deswegen müssen wir jede Gelegenheit nutzen, darauf aufmerksam zu machen. Wir haben auch in Schleswig-Holstein eine Struktur von kleinen und mittleren Unternehmen. Viele davon exportieren in die ganze Welt, in die EU, aber auch nach Übersee und überall hin. Und eine Einschränkung des freien Handels würde diese Unternehmen erheblich einschränken und gefährden. Und dagegen müssen wir natürlich angehen. Und auch die globalen Probleme, die wir haben, ob das der Klimawandel ist, ob das der Terrorismus ist, ob das die Krisen sind, die Flüchtlingskrisen und die Ursachen, die wir erleben, das alles schaffen wir nur gemeinsam in der Welt mit einer sozialen Globalisierung, mit einem freien Handel und mit einem Zusammenwirken und nicht dadurch, dass ich mich in meinem eigenen Land versuche abzuschotten. Das wird nicht der richtige Weg sein. Dafür müssen wir werben und der Weltwirtschaftliche Preis ist eine ideale Plattform dafür. Vielen Dank, Herr Vater. Herr Lossel Müller, Sie vertreten die Landesregierung. Herr Vater hat schon angesprochen, sind sehr stürmische Zeiten. Wir haben Sachen erlebt wie Brexit. Wir erleben so eine Art französische Revolution in gewisser Weise. Es gibt Angst um Italiens Stabilität. Wie spielen solche Ereignisse, die wir im Moment weltweit beobachten und auch vor allem in Europa, in die Landespolitik mit rein? Wie tangiert das Sie und wie reagieren Sie eventuell darauf?
Naja, also erstmal sind wir, wie alle anderen hier im Raum, auch Weltbürger und uns beschäftigt das natürlich, was heißt das, wie ordnet sich das ein, wie müssen wir uns aufstellen und wir müssen auch überprüfen, was wir für eine Sicht der Dinge hatten. Ich meine, Schleswig-Holstein als Land und als Region profitiert von Internationalisierung. Wir sind eine Anker- und Kernregion nach Skandinavien. Die Nachbarschaft zu Dänemark macht uns automatisch zu Europäern. Viel der Wandel und Trends und Dinge, die wir gesehen haben in den letzten Jahren, wie die Energiewende, aber auch Globalisierung als Ganzes, sind gut für uns als Land. Das heißt, wir als Landesregierung und jede zukünftige Landesregierung wird sich als Verteidiger europäischer Werte, als Kämpfer für Europa positionieren müssen und dafür, dass wir uns weiterentwickeln. Was ich spannend finde jetzt auch gerade an dem Übergang der beiden Landesregierungen ist, wir wechseln ja die Sujets. Wir haben früher immer über links und rechts geredet und als Unterschiede. Und wir merken, dass sich das in diesen Zeiten auflöst in den Unterschied und den Konflikt zwischen geschlossen und offen. Und Schleswig-Holstein ist ein Land, das sich ganz eindeutig auf der Seite von offen positioniert. Das sieht man auch in dem neuen Koalitionsvertrag. Nicht zuletzt heißt er auch Jamaika im Norden. Also das zeigt ja schon ein bisschen Offenheit. Ich habe gestern die ganzen Schiffsführer der Marinen damit unterhalten, dass es jetzt Jamaika hier ist. Und das tut uns gut. Dafür ist der Preis ein gutes Symbol. Dafür gibt uns das eine Plattform, auch darüber zu reden. Und wir müssen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Vielen Dank. Das Noah, kommen wir von der Landesebene mal auf die globale Ebene. Das Institut begleitet dieses Jahr den G20-Prozess. Die G20 treffen sich in 3 Wochen in Hamburg. Wie ist möglicherweise auch eine Verbindung zu diesem weltwirtschaftlichen Preis und zu den Beratungsaktivitäten des Instituts für die G20? Es gibt eine ganz starke Verbindung dieses Jahr, weil wir hatten unseren T20-Gipfel, Gipfel der Think Tanks, und kamen dann zum Schluss, am Ende, dass die vielen politischen Vorschläge, die wir gemacht haben, alles eine Gemeinsamkeit hatten. Und das ist, dass der wirtschaftliche Erfolg kann sich vom sozialen Erfolg entkoppeln. Es geht uns als Menschheit besser denn je und dennoch gibt es viel Sorge und Unzufriedenheit. Und daher ist es wichtig, nicht nur den Unterschied zwischen geschlossen und offen, sondern auch den Unterschied zwischen individualistisch und die Gemeinschaft. Und ich glaube, wir müssen unbedingt in eine Welt finden, wo wir die Wichtigkeit der Offenheit über Nationengrenzen und Kulturgrenzen hinaus und auch die Gemeinschaft, nicht nur das Individuum, schätzen. Und das bedeutet eine ganz neue Sichtweise, wie wir Weltwirtschaft betreiben. Dankeschön. Vielleicht nochmal zum Abschluss, Herr Kämpfer. Das ist ja ein Ereignis, die Kieler Woche, mit sehr vielen internationalen Gästen. Heute sind viele internationale Gäste da. Was heißt denn eigentlich Weltoffenheit in einer Stadt? Wie kann man Weltoffenheit erreichen? Ich glaube, dass Hafenstädte wie Kiel eine ist, eine besondere Disposition dazu haben, weltoffen zu sein. Hier passiert immer wieder etwas Neues. Viele kommen und gehen. Die Brücke zu Skandinavien ist angesprochen worden. Wenn Sie hier die Flaggen der Länder sehen, aus denen unsere Partnerstädte und befreundeten Städte stammen, dann haben wir damit mittlerweile ganz viel abgedeckt, von Moshi Rural in Tansania, Qingdao in China, viele traditionelle Partnerschaften mit europäischen Städten. Im nächsten Jahr wird hier noch eine amerikanische Flagge hängen für San Francisco, die weltoffene Stadt par excellence, für uns ein großes Zeichen und eine große Ehre, dort dann einen neuen Freund zu gewinnen. Wir haben wunderbare Hochschulen, die auch für Weltoffenheit stehen. Und wir haben mit dem Institut für Weltwirtschaft und dem GEOMAR-Institut für die Meereswissenschaften nicht nur 2 weltweit renommierte Institute, sondern beide haben ein Thema, die Globalisierung und die Bedrohtheit der Meere, wo das Schicksal aller Nationen am Ende mit betroffen ist und wo, glaube ich, dass diese Vernetztheit und dass wir alle zusammen auf dieser Erde leben und miteinander klarkommen müssen,
Dafür stehen auch unsere Institute, das ist ein Zeichen von Weltoffenheit. Und ganz am Ende manchmal denke ich, dass jemand wie ich als junger Mann aus einem 300-Seelendorf, obwohl er kein Kieler ist, hier Oberbürgermeister werden konnte. Das ist auch ein Zeichen der Offenheit dieser Stadt und das ist auch nicht überall möglich. Ja, ich danke Ihnen sehr, meine Herren, für diese Eröffnungsrunde, vor allem auch der Stadt Kiel und der IHK Schleswig-Holstein nochmal für die Partnerschaft bei diesem weltwirtschaftlichen Preis. Und jetzt werde ich an Herrn Snower übergeben, der diese Eröffnung macht. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Kämpfer, Herr Stadtpräsident Tovar, sehr geehrter Herr Vater, verehrte Abgeordnete, verehrter Herr Losse-Müller, und ganz besonders herzlich begrüße ich unsere Preisträger, Professor Dr. Horst Köhler, Professor Assa Lindbeck, Arundhati Bhattacharya und Brunello Cucinelli. Jetzt wird's ernst. Zitat: Die Protagonisten von 1914 waren Schlafwandler, wachsam, aber blind, von Albträumen geplagt, aber unfähig, die Realität der Gräuel zu erkennen, die sie in Kürze in die Welt setzen sollten. Diese Worte hat der bekannte britische Historiker Christopher Clark in seinem Buch Sleepwalkers über den Beginn des Ersten Weltkriegs geschrieben. Und sie haben heutzutage eine besondere Resonanz, denn in Bezug auf Klimawandel, Protektionismus, Finanzkrisen, regionalen militärischen Konflikten fühlt sich die Gegenwart oft analog zur Lage im Jahr 1914 an. Viele Menschen haben Angst, dass die Welt schlafwandelt in die nächste ökologische, militärische oder wirtschaftliche Krise schlittern kann. Unsicherheit unter breiten Gesellschaftsschichten haben schon dramatische politische Folgen gehabt, wie das Brexit-Votum, der Wahlkampf von Donald Trump. Das sind zwei wichtige Beispiele. Und Unsicherheit über die Auswirkungen der Globalisierung, die Digitalisierung, ökologisch instabilen Wachstums, der andauernden Instabilitäten in den Finanzmärkten, das alles kann als Chance oder als Bedrohung wahrgenommen werden. Und je mehr sich Menschen von ihrem sozialen Umfeld entfremden, und je mehr sie sich angesichts der globalen Entwicklungen machtlos sehen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie die Unsicherheit als Bedrohung empfinden werden. Und das, glaube ich, ist das große Problem, mit dem die Welt heutzutage ringt. Und die Wirtschaftswissenschaften fokussieren sich oft nur auf materiellen Wohlstand, was Laien oft das Gefühl gibt, die Experten hätten sich von der Realität entkoppelt und seien irrelevant gewonnen. Und dieser Eindruck wird nur meines Erachtens verschärft, wenn wir die Sorgen der Bürger nur auf Einkommens- und Vermögensungleichheit zurückführen, aber nicht ihre Sorgen über Entfremdung und Entmächtigung erkennen. Das sind auch legitime Sorgen, die mit der Wirtschaft zusammenhängen, aber unsere Herausforderung heutzutage ist, die globale Wirtschaft mit der fragmentierten globalen Gesellschaft und Politik und der globalen Umwelt als ein System zu sehen.
Die Unsicherheit, die wir heutzutage spüren, kann auch Kräfte freisetzen, die dafür sorgen, dass Menschen ihr Schicksal wieder vermehrt selbst in die Hand nehmen, dass sie Verantwortung übernehmen, die jenseits der traditionellen Tätigkeiten liegt, um zum Beispiel den Beitrag zu einer breiter gesehenen sozialen Gesellschaft zu leisten, um den weltweiten Tendenzen der Abschottung Lösungen entgegenzusetzen, um die Globalisierung im Sinne der Menschen zu gestalten und eine gerechtere Welt zu erschaffen. Dies alles ist möglich. Den Menschen und sein soziales Wohlergehen in den Mittelpunkt des wirtschaftlichen Handels zu stellen, die internationale Zusammenarbeit zu mehren, das, meine Damen und Herren, ist auch einer der zentralen Anliegen des weltwirtschaftlichen Preises. Und unsere heutigen Preisträger zeigen uns beispielhaft, wie man sich in diese Richtungen bewegen kann. Zwar jeder für sich auf ganz besondere Art und Weise, aber doch mit einer gewaltigen Gemeinsamkeit. Sie alle haben den sozial Schwachen und Benachteiligten in den Fokus. In den Fokus ihres Wirkens und so Wege gezeigt, wie wir gehen müssen, um eine viel kooperativere Weltordnung zu kreieren. Horst Köhler ist ein sozialer Marktwirtschaftler par excellence. Als IFW-Chef und als Bundespräsident und seinen vielen wichtigen Tätigkeiten danach, zum Beispiel Mitglied des High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda der Vereinigten Nationen, die zur Entstehung wesentlich beigetragen hat zur Agenda 2030, hat er immer wieder die Vorteile der Globalisierung gesehen, aber zugleich war er auch engagierter Mahner für Sozialsysteme und internationale Kooperationen, die breitflächige Chancengleichheit bieten. Sein Bestreben, marktwirtschaftliche Effizienz mit sozialer und ökologischer Verantwortung zu vereinen, ist vorbildlich, genauso wie seine Bemühungen um die Armutsbekämpfung in Afrika. Brunello Cucinelli wiederum entspricht im besten Sinn unserer Vorstellung eines ehrbaren Kaufmanns, der den unternehmerischen Erfolg mit sozialer Verantwortung verbindet. Er hat sein Modeunternehmen von Grund auf selbst aufgebaut und stets immer mehr als nur kurzfristigen Gewinn im Blick gehabt. Er will seinen Beschäftigten eine dauerhafte Perspektive geben und das Gefühl, gebraucht und wertvoll zu sein. Menschliches Handeln ist in allen seinen Bereichen seine Maxime. Und Arundhati Bhattacharya wiederum hat sich den Kampf für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen auf die Fahnen geschrieben. Sie hat als Vorstandschefin der State Bank of India in einer männlich dominierten Branche sich durchgesetzt und aus ihren persönlichen Erfahrungen heraus hat sie eine Sabbatical-Regelung für alle Mitarbeiterinnen ihrer Bank geschaffen, damit die Frauen die Möglichkeit haben, ihren Job besser mit den Herausforderungen der Familie in Einklang zu bringen. Indem es ihr zugleich gelungen ist, die State Bank of India von einem bürokratischen Geldinstitut in einen modernen Finanzdienstleister zu verwandeln, hat sie auch gezeigt, dass menschliches Handeln und mit wirtschaftlichem Erfolg durchaus in Einklang gebracht werden kann. Und Assa Lindbeck wiederum hat als Forscher und Politikberater in seiner Arbeit den Verlierenden des Strukturwandels den Weg zurück zur Teilhabe am gesellschaftlichen Wohlstand aufgezeigt. In seiner Forschung über die Auswucherungen des Wohlfahrtsstaats zeigte er in vielen verschiedenen Kontexten,
wie verkrustete Strukturen durchbrochen und Chancengleichheit im Wohlfahrtsstaat hergestellt werden kann. Die Insider-Outsider-Theorie, die ich mit ihm erarbeitete, erklärt, wie die bevorzugten Beschäftigten ihre Stellen schützen und somit den restlichen Benachteiligten den Weg zu einer guten, stabilen Arbeit oft versperrt wird. Er hat zu sozialen Normen geforscht und auch Gefahren identifiziert, die entstehen, wenn durch wohlwollende, wohlfahrtsstaatliche Maßnahmen nützliche soziale Normen untergraben werden. Und in der heutigen Zeit ist das eine ganz besondere Einsicht. So daher auf vielfältige Weise unterstreichen unsere Preisträger, dass die Wirtschaft dazu da ist, den Menschen zu dienen und nicht umgekehrt. Die Arbeitsteilung in der altgedienten liberalen Weltordnung, dass innerhalb eines demokratisch legitimierten Rahmens Konsumenten sich ihren persönlichen Nutzen durch individualistische Entscheidungen maximieren und Unternehmen versuchen, ihre Gewinne zu maximieren, das ermöglicht uns häufig nicht, wirtschaftlichen Erfolg mit breitflächigem sozialen Erfolg zu vereinbaren. In unserer stark vernetzten, wirtschaftlich und ökologischen integrierten Welt führt in pur individualistisches Handeln unter Laissez-faire oft zu massiven globalen Problemen wie Klimawandel, soziale Konflikte und zunehmende Ungleichheiten, die breitflächig als ungerecht bezeichnet werden. Was können wir tun, um zu verhindern, dass die Welt schlafwandelnd in die nächste ökologische, militärische oder wirtschaftliche Krise schlittert? Dies ist auch die Frage, die sich die deutsche Bundesregierung stellt, denn sie hat dieses Jahr die G20-Präsidentschaft inne, die wir im Institut für Weltwirtschaft gemeinsam mit dem DIE begleiten durch die Leitung des T20-Prozesses. Wie kann in einer politisch und sozialen fragmentierten Welt die Bedeutung globaler Kooperation unterstrichen werden? Und ich glaube, wenn es uns jetzt nicht klar ist, wird es uns im Laufe dieses Morgens klar werden. Unsere Preisträger zeigen uns Wege dahin, Wege in eine gerechtere, befähigendere, kooperative Welt. Unsere Preisträger sind Kämpfer für mehr Menschlichkeit, für ein Miteinander statt ein Gegeneinander. Und daher freue ich mich außerordentlich, den Weltwirtschaftlichen Preis 2017 verleihen zu können an Horst Köhler, ehemaliger Bundespräsident und früher Direktor des Internationalen Währungsfonds, Brunello Cucinelli, der Gründer und CEO von Brunello Cucinelli S.p.A., Arundhati Bhattacharya, Vorstandsvorsitzender der State Bank of India und Assa Lindbeck, Professor für internationale Volkswirtschaftslehre an der Universität Stockholm. Ich gratuliere allen. Vielen Dank, Herr Snow. Um das Gesagte auch ein bisschen nachklingen zu lassen, gibt es jetzt einen musikalischen Teil. Und ich darf die Künstlerin ruhig schon hereinbitten, bevor wir dann zur Preisverleihung kommen. Für uns spielt Ilona Raasch auf der Violine und sie wagt für uns den Spagat heute zwischen Johann Sebastian Bach und Coldplay. Und wir sind sehr gespannt. Vielen Dank, Frau Raasch.
Ganz herzlichen Dank, Frau Rasch, für diese musikalische Überleitung zu unserer Preisverleihung. Ganz, ganz vielen Dank, dass Sie heute gespielt haben für uns. Nun ist es also soweit. Wir beginnen mit der Preisverleihung. Und viele waren ja schon häufiger hier. Sie wissen, wir haben mehrere Kategorien. Und die erste Kategorie ist die der Politik. Und Herr Snorer, ich darf Sie schon mal auf die Bühne bitten. Unser Preisträger Professor Köhler ist Kiel übrigens nicht fremd. Denn er war auch in den 80er Jahren hier in der Staatskanzlei tätig und hat, wie er mir gestern erzählte, da auch immer mal beim Institut vorbeigeschaut und den Rat von Professor Giersch eingeholt dort. Herr Snorer, bitte. Verehrter Horst Köhler, sehr geehrte Damen und Herren, Sicherheit, Wohlstand und Frieden wird es auch in den Industrieländern dauerhaft nur geben, wenn mehr Gerechtigkeit in die Welt kommt. Das ist ein Zitat. Dieser Satz stammt von Horst Köhler, hat ihn 2009 in seiner Berliner Rede ausgesprochen. Und es ist ein Satz, der sein Denken und Handeln sehr gut beschreibt. Seinen vielfältigen Tätigkeiten von der Kieler Staatskanzlei über den Internationalen Währungsfonds bis hin zum Bundespräsidenten war er stets beherzter Anwalt einer auf Eigeninitiative beruhenden marktwirtschaftlichen Ordnung und hatte zugleich ein waches Auge für die Grenzen der Marktwirtschaft, für die Schwachen und die Benachteiligten, die auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind. Er ist ein Kämpfer gegen Armut und Ungerechtigkeit und für die Entwicklung neuer globaler Entwicklungsziele. Ein Mahner für Gerechtigkeit, für ein integratives Miteinander, für eine faire Globalisierung mit verlässlichen Regeln. Dort müssen wir hin. Wieder Zitat. Die Menschheit sitzt in einem Boot und die, die in einem Boot sitzen, sollen sich helfen. Das ist einer meiner Lieblingszitate. Das tut auch eines der zentralen Anliegen des wirtschaftlichen Preises beinhaltlichen, nämlich das Erkenntnis, dass wir globale Lösungen für unsere globalen Probleme finden müssen. Horst Köhler packt die Probleme bei der Wurzel und sucht Lösungen, wo andere nur Ausflüchte finden. Besonders deutlich wird das in seinem Engagement für Afrika. Unfaire Handelsbedingungen, einseitige Ausbeutung von Ressourcen, illegale Finanzströme, Steuervermeidung, illegales Dumping von Giftmühle, die tiefe Ungerechtigkeit, dass Afrika kaum profitiert hat vom fossilen Wachstumsmodell, aber von den Klimafolgen wohl getroffen ist. Das prangert er zu Recht an und entwirft Lösungsvorschläge, ohne dabei hausgemachten Probleme Afrikas zu verschweigen. Eliten, die den eigenen Staat plündern, die Menschen hungern lassen, Länder, die eigentlich viel zu reich sind, um arm zu sein. Freiheit bedeutet für Horst Köhler immer auch Verantwortung. Deshalb plädiert er für Grenzen der marktwirtschaftlichen Freiheit, wo Eigeninteresse das gesellschaftliche Wohlergehen gefährden. Für einen Markt mit Regel und Moral. Eine stärkere politische Kontrolle der Finanzmärkte und staatliche Verantwortung für eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftsentwicklung sind konkrete Vorschläge in dieser Hinsicht, die auf seiner außerordentlichen wirtschaftspolitischen Erfahrung auf nationaler und internationaler Ebene basieren. Lieber Horst Köhler, Strukturen für Menschen zu verändern, um die Zukunft zu gestalten. Ein staatliches Engagement zu schaffen, das allen Bevölkerungsschichten einen gleichen Zugang zu wirtschaftlichen und sozialen Erfolg
erlaubt. Chancengleichheit, Verteilungsgerechtigkeit, der Kampf für Entwicklung und Armutsbekämpfung in Afrika, das sind Ihre Themen, die Sie als IWF-Chef, als Bundespräsident und als wichtige Stimme bei der Formulierung des Weltzukunftsvertrags Agenda 2030 geprägt haben. Und nun als UNO-Sonderbeauftragter im Westsahara-Konflikt weiterhin prägen werden. Wir müssen sie als Vorbild nehmen. Wir als Forscher, wir als politische Berater in allen unseren Tätigkeiten. Offen und ehrlich mit den Verantwortlichen über Probleme zu reden und gemeinsam Lösungen zu suchen. Das zeichnet Sie aus und ich freue mich daher ganz besonders sehr, Sie heute mit dem Weltwirtschaftlichen Preis in der Kategorie Politik auszuzeichnen. Meine Damen und Herren, eigentlich weiß ich fast nicht, was ich sagen soll bei solchen Worten des Lobes. Mir fiel dann doch ein, naja, zeichnen Sie auch an, wie alt ich schon werde mit diesen Worten. Herr Professor Snower, herzlichen Dank für die Laudatio. Herr Oberbürgermeister Dr. Kämpfer, Herr Stadtpräsident, Herr Präsident der IHK Kiel, lieber Professor Snower, liebe Mitglieder des Stadtrats, des Landtags, ich glaube auch des Bundestages, liebe Mitpreisträger, liebe Festversammlung und auch sehr geehrter Herr Losse Müller, habe ich noch vergessen. Im Januar 1981 kam ich als junger Referent für Verkehrspolitik des Landes Schleswig-Holstein und wirtschaftspolitischer Redenschreiber für den damaligen Ministerpräsidenten Gerhard Stoltenberg nach Kiel. Die Tage waren lang. Der Ministerpräsident war fordernd und die schleswig-holsteinische Landespolitik war für einen Reingeschmeckten, wie die Süddeutschen sagen, nicht ohne Tüten. Ich habe in diesen 2 Jahren viel gelernt, nicht zuletzt auch in der Tat vom damaligen Präsidenten des Instituts für Weltwirtschaft, Professor Herbert Giersch, den ich regelmäßig in diesem prächtigen Haus an der Förde besuchte, um mich wirtschaftspolitisch aufzufrischen. Bis heute, lieber Herr Professor Snower, ist so bei mir nicht nur ein Interesse, sondern auch ein gehöriger Respekt für die Arbeit des Instituts für Weltwirtschaft geblieben. Und deshalb nehme ich diesen Preis mit viel Dankbarkeit entgegen für das, was ich hier lernen durfte und auch, ja auch, mit ein bisschen Wehmut für meine Kieler Zeit. Und der Preis heute, das schöne Wetter bei der Kieler Woche, veranlasst mich und meine Frau wahrscheinlich doch wieder zu denken, wir müssten eigentlich öfter hier sein. Weltwirtschaftlicher Preis. Das klingt im Jahr 2017, wer hätte das gedacht, fast ein wenig trotzig. Die Idee, dass die Weltwirtschaft in einen globalen Zusammenhang eingeordnet ist, diese Idee, die den größten Wohlstandsschub in der Geschichte der Menschheit ausgelöst hat, sie muss plötzlich verteidigt werden gegen jene, die von Economic Nationalism träumen und sich zurückziehen wollen hinter Mauern. Wir brauchen uns keine Illusionen zu machen, wie gefährlich
die verächtlich macht, das verächtlich machen von internationaler Zusammenarbeit in Wirtschaft und Politik ist. Es ist gefährlich. Und das Sleepwalking ist der Weg oft, dass das Gefährliche sich auch dann auslebt. Wir sollten uns aber auch keine Illusionen darüber machen, meine Damen und Herren, dass die gigantischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nicht nur der Verteidigung sicher geglaubter Werte bedarf, sondern auch eines radikalen Neudenkens und Umdenkens in vielen Bereichen. Denn die globalisierte Moderne hat Widersprüche und Paradoxien geschaffen. Eine Gleichzeitigkeit von Kreation und Destruktion, an der unsere Zeit zerbrechen könnte. In China haben sich über 500 Millionen Menschen aus der Armut befreit, aber die chinesischen Stadtbewohner drohen an den ökologischen Folgen dieses Wachstums zu ersticken. Und in Neu-Delhi ist es, weiß Gott, nicht besser. Der Abstand zwischen vielen armen und reichen Ländern ist geringer geworden, aber der Abstand zwischen Armen und Reichen innerhalb vieler Gesellschaften ist größer geworden. Die Digitalisierung schafft völlig neue Wirtschaftszweige und verbindet den Planeten in nie gekanntem Ausmaß, vernichtet aber gleichzeitig Arbeitsplätze, von denen noch niemand weiß, ob und wo sie neu entstehen. Ich will hier nicht pessimistisch sein, aber realistisch. Im schrumpfenden Europa, im bevölkerungsmäßig schrumpfenden Europa, lebt die reichste Rentnergeneration aller Zeiten, während in Afrika, vor allem in Afrika, eine immer schneller wachsende Jugendbevölkerung immer ungeduldiger nach Perspektiven sucht und nach Perspektiven schreit. Ich glaube, dass Wirtschaft, Politik und Wissenschaft sich noch viel stärker als bisher der zentralen Frage dieses Jahrhunderts stellen müssen. Und diese Frage heißt: Wie können alle Menschen in Würde leben? Alle Menschen. Und dass dabei der Planet eben nicht zerstört wird. Diese historische Aufgabe, wird nur zu lösen sein, wenn Wirtschaft und Gesellschaft weltweit ernst machen mit einer großen Transformation, also einen grundlegenden Wandel der Art, Wohlstand zu produzieren und Wohlstand zu verteilen. Eine Transformation, die in ihrer Dimension jederzeit vergleichbar ist mit dem Übergang von der mittelalterlichen Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft des 19. und 20. Jahrhunderts. Ein politischer Rahmen und die Ziele für diese Transformation liegen in der Tat mit der 2030 Agenda für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und dem Pariser Klimavertrag, Gottlob, bereits vor. Und meine Damen und Herren, dieser Sticker ist der Sticker für die 17 Sustainable Development Goals. Die trage ich jetzt auch herum, damit die Leute sehen, da ist was, wo man hinhunken kann. Und meine Damen und Herren, ich bin mir ziemlich sicher, doch, das ist mein Grundoptimismus, dass auch die einsame Entscheidung eines US-Präsidenten nichts daran ändern wird, dass die Menschheit auf diese Transformation zusteuert.
Aber ein Selbstläufer ist das natürlich nicht. Und wir müssen dafür auch deshalb den Vereinten Nationen jede denkbare Unterstützung geben. Wir müssen uns aber auch von so manchen alten Denkmustern verabschieden, insbesondere von einem großen Missverständnis. Damit die Transformation gelingen kann, müssen wir ganz neu über ein Konzept nachdenken, das wie kein anderes unseren Blick auf Wirtschaft und Politik prägt. Ein Konzept, das fast schon magische Kraft zu besitzen scheint und alle Arten von Problemen auf wundersame Weise zu lösen vermag. Ich spreche vom Wirtschaftswachstum. Wachstum ist das Mantra der Moderne. Firmen müssen wachsen. Volkswirtschaften müssen wachsen. Demokratien stehen im Banne dieses Wachstumsmantras, weil wir die Lösung von Verteilungskonflikten längst abhängig gemacht haben von dem viel zitierten wachsenden Kuchen. Die Wachstumsfixierung von Politik und Wirtschaft ist dort am augenfälligsten, wo sie zur Wachstumsratenfixierung degeneriert und sich somit endgültig als Selbstzweck entlarvt. Beim G20-Gipfel in Australien 2014 war das zu beobachten, als die Staats- und Regierungschefs sich gegenseitig eine um 2 Prozentpunkte höher liegende Wachstumsrate für die kommenden 5 Jahre in die Hand versprachen. Boah, das war gut fürs Kommuniqué. Dabei wurde mir schon als Student, kleine Erinnerung, als Student, Ordnung in Tübingen, ordnungspolitisch eingebläut, dass aggressive staatliche Wachstumsratenpolitik, nicht die Bedingungen, sondern die Raten, in sich selbst schon den Anfang von wirtschaftlichem Niedergang bergen kann. Und tatsächlich droht sich jetzt ja fast eine politische Kultur der finanz- und geldpolitischen Dauerstimulierung festzusetzen. Damit könnte die nächste Schulden- und Finanzkrise fast sicher programmiert sein. Und auch die ökologische Krise wird durch unser Wachstumsmantra immer weiter befeuert. Denn es ist bisher ja nicht gelungen, das Wachstum vom Verbrauch fossiler Ressourcen zu entkoppeln. Wachstumsratenfetischisten neigen dazu, die ökologische Perspektive systematisch zurückzusetzen. Meine Damen und Herren, verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich bin kein Wachstumsgegner. Ich glaube aber, dass wir uns politisch 2 Fragen stellen müssen, offen darüber reden müssen und offen um Antworten auf diese 2 Fragen ringen müssen. Nämlich, was soll eigentlich wachsen? Und wo soll es wachsen? Zuerst zum Wo. Wachstum braucht es vor allem dort, wo den Menschen das Nötigste fehlt, wo pure Armut herrscht, also in den Entwicklungsländern. Warum ist zum Beispiel Afrika nicht schon längst ein neuer Pol für weltwirtschaftliches Wachstum geworden? Das Potenzial dazu ist aufgrund der Demografie, also der Bevölkerung, dieser jungen Bevölkerung des Kontinents und seiner immensen natürlichen Ressourcen allemal vorhanden. Das entscheidende Defizit ist fehlender politischer Wille. Und zwar sowohl in Afrika als auch in der Welt außerhalb Afrikas. Fehlender politischer Wille, an den notwendigen Rahmenbedingungen zu arbeiten,
einer guten Regierungsführung, Institutionen, die dem Wohl des Volkes und nicht den Taschen einiger weniger verpflichtet sind. Und die Hauptverantwortung für das haben die Eliten und die politischen Führer in Afrika selbst. Gibt es überhaupt nichts dran zu zweifeln. Aber ich muss leider feststellen, es fehlt auch in Europa und natürlich im globalen Norden, dem reichen globalen Norden, fehlt es auch an politischem Willen, die Bedingungen dafür zu verbessern, dass die Armut abnimmt und die Anstrengungen der Menschen in der armen Welt sich auszahlen können. Ich nenne nur als Beispiel für unsere europäische Schlafmützigkeit. Es fehlt an Unterstützung für den Aufbau einer arbeitsplatzschaffenden, verarbeitenden Industrie in Afrika durch bessere Handelsverträge mit Europa. Oder es müssten bessere, stärkere Finanzierungsbrücken von den reichen, alternden Gesellschaften in Europa zu den jungen, investitionshungrigen Gesellschaften in Afrika aufgebaut werden. Wir können über diese Finanzierungsbrücken einen neuen globalen Sozialvertrag auf den Weg bringen. Und je früher wir damit anfangen, desto besser. Denn wir können damit der jungen Bevölkerung in Afrika beweisen, wir lassen sie eben nicht im Regen stehen, wenn es regnet, sondern fangen früh an. Meine Damen und Herren, das wäre natürlich wirklich den Vortrag wert für eine abendfüllende Veranstaltung. Ich will das hier damit beenden mit der schlichten Feststellung, bewusst als Ökonom, aber auch als jemand, der in der Politik seine Erfahrungen, Einblicke gewonnen hat. Es ist möglich, das Blatt zugunsten starken, beschäftigungsfördernden Wachstums in Afrika zu wenden. Es ist möglich. Und dazu muss jeder seinen Beitrag leisten, in Afrika, aber auch bei uns vor allen Dingen in Europa. Uwe Sunde von der Universität München hat übrigens in einer plausiblen bevölkerungswissenschaftlichen Studie aufgezeigt, dass historisch eigentlich für Afrika jetzt ein Lift-off im Wachstum anstünde, währenddessen ein trendmäßiger Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Wachstumsraten der Industrieländer praktisch unvermeidlich ist. Alternde Bevölkerungen. Diese Forschungsergebnisse bieten hilfreiche Orientierung für eine strategisch angelegte Weltwirtschaftspolitik, wenn man das wirklich will, die in ihrer Substanz eine Friedens- und Entwicklungspolitik ist. Ja, ich denke, eine Weltwirtschaft, bin jetzt mal ganz praktisch, die sich in den nächsten 2 Jahrzehnten mit Wachstumsraten, sagen wir, von 5-7% für die Entwicklungsländer, von 3-5% für die Schwellenländer und von 1-2% für die Industrieländer entwickeln würde, sollte uns im Prinzip gut schlafen lassen. Jedenfalls besser schlafen lassen, als wenn wir um jeden Preis die Wachstumsraten auch mit Verschuldung ständig bei uns in den Industrieländern hochzutreiben versuchen. Und tatsächlich rechnet die Bundesbank in ihrem jüngsten Monatsbericht damit, dass die Rate für das Potenzialwachstum, also den Trend des Wachstums in Deutschland, bis 2025 sogar unter 1% sinken wird. Das sind die nüchternen Eierköpfe der Ökonomen in der Bundesbank. Und das hat meines Wissens bisher keine besondere Aufregung ausgelöst. Diese Gelassenheit ist angesichts des allgemeinen Wohlstandsniveaus in Deutschland für mich nicht nur berechtigt, ist doch vernünftig. Andererseits sollten wir Gelassenheit nicht mit Gleichgültigkeit verwechseln und niedrige Wachstumsraten nicht mit Stillstand. Ich glaube, dass schon die Sicherung eines langfristigen Wachstumspfads von 1% für Deutschland eine höhere
gesamtwirtschaftliche Investitionsquote verlangt, als wir sie gegenwärtig fahren. Und weil das nicht, weil wir so eine niedrige Investitionsquote haben, fahren wir sozusagen unser Potenzial doch runter. Und eine höhere gesamtwirtschaftliche Investitionsquote wäre auch zu einer mutigen Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen allemal nötig. Das führt uns zur Frage, was da eigentlich wachsen soll. Wir brauchen ja weiterhin Innovation und Fortschritt, um die vielfältigen Probleme unserer Zeit zu lösen. Aber wir brauchen sie in die richtige Richtung. Und das betrifft auch das Verhältnis, Herr Professor Snower hat das auch angesprochen, das Verhältnis auch des Zusammenwirkens von Staat und Markt. Manche Sektoren müssen schrumpfen oder verschwinden. Da gehört die Kohleindustrie sicherlich dazu und wir wissen doch alle, dass auch dem Verbrennungsmotor nicht die Zukunft gehört. Ja, das ist wahrscheinlich ein Thema. Demgegenüber sollten vor allem die wissenschaftliche Forschung und alle Wirtschaftsaktivitäten wachsen, die uns unabhängig machen von fossilen Brennstoffen und die unsere Fähigkeit, mit Ressourcen sparsam umzugehen, viel schneller voranbringen. Auch das ist möglich. Ich glaube darüber hinaus, dass die Realität trendmäßig sinkender Wachstumsrate im globalen Norden und die ökonomische, ökologische und politische Notwendigkeit, mehr Platz für Wachstum im globalen Süden zu schaffen, vor allem auch eine Chance sein kann, neu zu entdecken, was eigentlich Wohlstand, was Lebensqualität wirklich ausmacht. Neu zu entdecken, was in unserem Leben wirklich Sinn stiftet und, ich sage es ruhig, ein bisschen mit ruhiger Sprache, Glück bringt, können wir uns ruhig ernsthafte Gedanken machen. Und das sind vor allem jene Dinge, die eben keinen Preis haben. Zwischenmenschliche Beziehungen, Empathie, Muse, Kunst, das alles und kann und darf wachsen und zwar grenzenlos. Und deshalb ist die Aussicht auf eine Weltwirtschaft, die in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Formen wächst, auch kein Nullsummenspiel und kein Verzichtsszenario, sondern es kann uns alle reicher machen. Brunello Cavaccini hat schon darauf hingewiesen, auf die Philosophen. Immanuel Kant erinnert uns daran, dass der Mensch eben dadurch, dass er keinen Preis hat, etwas viel Wertvolleres besitzt, nämlich Würde. Meine Damen und Herren, es gehört zum Kreuz des modernen Menschen, all die Widersprüche, die unsere Moderne produziert, auch aushalten zu müssen. Das überfordert viele. Und deshalb ist wie nie zuvor die Politik, aber auch die Wissenschaft gefragt, einen produktiven Umgang mit diesen Paradoxien zu finden, die sich nie ganz werden auflösen lassen, eben keine leichten Antworten zu geben, sondern zu ringen mit den komplexen Gebilden, mit den Reibungspunkten und mit der Vielfalt der Perspektiven zu kreisen um Probleme, bis die verschiedenen Anforderungen in ein neues Gleichgewicht kommen. Das ist der politische Prozess, den wir uns stellen sollen, mit Mut und Freude. Und so kann auch dann die von mir beschriebene, skizzierte Transformation gelingen. Am Institut für Weltwirtschaft hier in Kiel wird vielfältig weitergedacht. Deshalb höre ich und, so gerne von Ihnen und bin so gerne bei Ihnen, Herr Professor Snower. Und dafür sind wir Ihnen alle dankbar, dem Institut. So wünsche ich Ihnen, Ihren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen im Institut, aber, meine Damen und Herren,
uns allen Lust an diesem Kreisen um Probleme, Freude an der Vielfalt, am Widerspruch, am Infragestellen und Mut zum Wandel. Dann wird es gut. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, sehr geehrter Professor Köhler, für diese Preisrede. Wir kommen nun zur Kategorie Wirtschaft. In diesem Jahr mit zwei herausragenden Preisträgern besetzt. Und Herr Snorer steht schon neben mir. Noch kurz die Bemerkung, der Preis geht dieses Jahr zum vierten Mal übrigens nach Indien und zum zweiten Mal an eine Frau aus Indien. Bitte, Herr Snorer. Liebe Arundhati Bhattacharya, sehr verehrte Damen und Herren, die zwei Fragen, die Sie uns gestellt haben, was soll wachsen und wo, das soll uns in der nächsten Zeit verfolgen. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Und dass Wirtschaftswissenschaften sich nur auf materiellen Wohlstand fokussiert haben, hat nicht zu einer großen Einsicht beigetragen, dass eigentlich das, was wachsen soll und das, was uns stolz machen soll, das menschliche Wohlergehen ist. Und das menschliche Wohlergehen hängt sehr stark von dem materiellen Wohlstand ab, wenn man sehr arm ist. Und je reicher man wird, desto mehr besinnt man sich an anderes. Und dass wir unser produziertes Kapital vermehren, währenddem wir unser natürliches Kapital abbauen in der Welt und das soziale Kapital sich zersetzt, das ist kein Wachstum. Und das sollten wir auch als Wirtschaftswissenschaftler in Betracht ziehen. Und das führt uns zu unserer Preisträgerin, die wir heute ehren, weil sie hat ein viel größeres Verständnis von dem, was wachsen soll. Sie ist die erste weibliche Vorsitzende der größten Bank Indiens, laut Forbes eine der mächtigsten Frauen der Welt und bei allem beruflichen Erfolg dennoch bescheiden geblieben. Zufällig, sagt sie, sei sie in den Job gestolpert, weil sie aus Laune heraus die Aufnahmeprüfung für Beamte absolviert und bestanden hätten und das haben sie bei CNN ein Interview gesagt. Liebe Frau Bhattacharya, da muss ich Ihnen widersprechen. Eine solche Karriere ist kein Zufall. Das ist das Ergebnis harter Arbeit, einer hervorragenden Unternehmensstrategie und eines unermüdlichen Engagements für gesellschaftliche Gerechtigkeit und Engagement für die Rechte von Frauen. Das auch verbindet die zwei Preisträger, zwischen denen ich stehe. Herr Köhler hat sich sehr eingesetzt für Gleichstellung von Männern und Frauen in den Sustainable Development Goals, was alle Länder der Welt unterschrieben haben beinahe und das vor einem Jahrzehnt sogar einfach als eine Kulturansicht angesehen wird jetzt als eine soziale Norm gesehen. Diese soziale Norm wird von unserer Preisträgerin Arundhati Bhattacharya betrieben.
Zitat: Als Frau musst du immer und immer wieder beweisen, dass du besser bist als die Besten. Vor einiger Zeit haben sie das der Times of India gesagt. Und nicht nur im Zuge ihrer Karriere, die sie vom Kreditgeschäft mit Bauern auf dem Land über das Investmentbanking in New York und verschiedene Leitungsfunktionen innerhalb der State Bank of India bis an die Spitze geführt hat, haben sie bewiesen, dass sie besser sind als die Besten. Und sie geben ihren Mitarbeiterinnen die Chance, bis zu 2-jährige berufliche Auszeit zu beanspruchen, die es ihnen ermöglicht, sich um Kinder oder pflegebedürftige Familienangehörige zu kümmern. Und dafür sind ihre vielen weiblichen Angestellten der State Bank of India sehr dankbar. Denn so können sie für ihre Familie da sein, wenn sie gebraucht werden, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben oder gar ihren Job zu riskieren. Das ist Wachstum in einem viel breiteren Sinn gesehen. Wachstum, materielles Wachstum, verbunden mit einer Menschlichkeit. Gewinn, Bezug, verbunden mit einem Mitgefühl. Wenn wir uns denken, was erfreut uns am Leben, ist natürlich das Materielle extrem wichtig, aber genauso wichtig ist die Chance, sich zu vervollkommnen als Mensch, zu lernen, wie den Segen zu haben, das Wohlergehen von anderen zu mehren und ihr Leid zu mindern. Das sind große Werte, die wir anstreben müssen, und die Wirtschaftswissenschaften müssten sie auch verfolgen. Und Frau Bhattacharya, durch ihr Handeln hat das in ihrer Bank implementiert. Sie haben auch den Benachteiligten ihres Landes durch digitale Fortschritte neue Chancen gegeben. Seit 2009 gibt es nämlich bargeldlose Filialen an der State Bank von Indien. Du kannst dein Konto über einen Kiosk öffnen, der dein Bild aufnimmt und deine Fingerabdrücke und Dokumente scannt. Es kann sofort ein Konto eröffnen, das deine digitale Signatur registriert. Das ist toll. Und das verringert die großen Unterschiede zwischen denen, die Zugang haben zum Finanzwesen, und die, die es nicht haben. So, liebe Arundhati Bhattacharya, Zitat wieder: Wenn man Herausforderungen sucht und den Sprung ins kalte Wasser nicht scheut, öffnen sich meist ganz neue Wege. Dieser Satz stammt wieder von Ihnen, ist wieder zutreffend. Sie haben neue Herausforderungen gesucht und angenommen. Sie sind ins kalte Wasser gesprungen und haben sich durchgesetzt. Sie haben den State Bank of India ein neues Gesicht gegeben, ein modernes Gesicht, nicht nur was unternehmerische Ausrichtung betrifft, aber auch in sozialer Hinsicht. Jetzt auf Englisch. You once said in an interview that if you were allowed to start all over again, you would study economics rather than literature, in part to save event managers' embarrassment of introducing you. Well, I have good news for you, Ms. Bhattacharya. Let us in the Kiel Institute fulfill your dream. Come and study in our advanced studies program. Start all over again. Our doors are open to you. I don't want to end on a joke, because this is serious. Your extraordinary achievements are a beacon that point business leaders all over the world towards a much more responsible, compassionate, and empowering future,
A future in which business leaders combine economic success with social justice. Your two-leave sabbatical leave policy for your bank's female employees, your introduction of free vaccination against cervical cancer, you have shown how gender equality can be implanted in the corporate DNA. And that's why it's a particular, now serious, pleasure and honor to confer on you the Global Economy Prize. Good afternoon, Professor Dennis J. Snower, Dr. Ulf Kampfer, Consul Klaus Heinrich Watter, Mr. Thomas Losse Müller, distinguished guests. I am immensely delighted to be amongst this August gathering, and it is a great honor for me to receive this Global Economy Prize from the esteemed Kiel University. Thank you all for conferring this distinction on me. The contribution of Kiel Institute as a global think tank and economics research center has been commendable. My compliments to the professors and academicians of the Institute for constantly striving to be one of the apex global hubs for intellectual research activities. I appreciate that Kiel Institute has contributed immensely towards the economies of G20 nations by organizing many conferences and workshops for governments, policymakers, and researchers to discuss issues of global importance. Frankly, 40 years back when I joined the State Bank of India, if somebody had told me you would be here in Kiel one day receiving the Global Economics Prize, I would have been ready to have been knocked down by a feather. Because imagine the kind of odds that were there ahead of me. I come from a small town. I was, at that point of time, only a slip of a girl, though it may seem so now, but I was just 42 kgs when I joined. And I was handling people who were closer to my parents' age than mine. Plus, I come from a background of having studied English literature. So the challenge ahead was huge. But even when I was a junior employee, I had often thought that there could be many things you could do if you got into that position which enables you to use this platform. And today I thought I would share with you what we have done for three classes of people. The first is women. Professor Snower very kindly mentioned what we had done for our people. This happened because when I was heading the human resources for the bank, I found that even though about 33% of new entrants were women, by the time they came up to the senior level, they would come down to only 4% of the workforce. So we tried to find out which are the times when the women are falling off the workforce. And we found that there were three times. One, during their very early childbearing and child-rearing years. Second, when the children are between classes 11 and 12. Because in India, there is huge competition to get into the very good colleges. And especially the mothers, they take off in order to support their children through all kinds of tuitions and coaching to enable them to get into these organizations. In India, the woman is still the primary caregiver. And for such situations, it is expected that the mother will do whatever is possible for the child. And the third time was when parents or parents-in-law fell sick.
It is not possible in India for everybody to be in a hospital at this point of time, and therefore it is extremely important to have good home care. So we decided therefore to bring in this sabbatical to enable them to address these three specific periods of their life. And I'm glad to say in the last 3 years, almost 1,700 such women have taken leave but have managed to come back to the workforce. It has been good for the organization. We have not lost very trained people. It has been good for them because they have done what they believed was their duty and not felt guilty about shortchanging the organization. But over and above this, we found that though women have 50%, they comprise 50% of the population, but when you look to real estate, women own less than 1%. And that becomes a very big problem if they are trying to set up a business because they have no collateral to offer other than their own jewelry. And even that, sometimes they need the permission of their family members. So in order to incentivize women to be part of the real estate ownership, we said that any loan that you want to take, especially housing loans or car loans, if the name of the woman is sole name or if it is the first name, we will give you a 5 basis points cut in the interest that you have to pay. Initially, when this was done, there was a lot of talk. 5 basis points is too little. But today, starting from around 7% women who were taking loans for houses, the number of women has come up to 34%, where both the couple come together with the name of the woman as the first owner of the house, only because we have given this particular incentive. Thereby, we have ensured that more and more women end up owning property. Similarly, we found that a lot of women, especially small entrepreneurs, they were not in a position to scale their business, mainly because they don't have any collateral. And therefore, we created in India what are called the self-help groups. So these are clusters of women who get together and guarantee each other. It purely works on social peer pressure. But again, I can tell you, in India, out of the self-help group movement, 22% of the loans that are given by our bank. So this was one way of addressing the issue of women. But we found that there were other issues that also needed to be addressed. And I will talk about 2 more of those. One, of course, was the financially excluded. About 3 years back, when the new government came to power, they found that today about 58% of households still didn't have a single bank account. So what was done was, a call was given that within 7 months period, the banks will do their utmost to open 1 bank account per family. As a result of this, what we did was, in India, you already have what is called a unique identification authority that provides a unique identification to every single person by scanning their fingerprints and their retina scans. Taking that as the KYC, the Know Your Customer, because many of these people would not have been able to provide any identity papers. But taking this biometric as the identity, we went ahead and in a space of 7 months, opened 110 million accounts. When we first opened the accounts, 97% were zero balance. And many people in society or in opposition said that this was a big advertising or a big publicity stunt and nothing will come of it. I must tell you today that from being 97% zero balance, it has now come to 21% zero balance in a space of 1.5 years. And the amount of money I have in those accounts is 160 billion rupees. Each of these accounts, on an average,
has a four-figure balance. Now, what does this do? What it does is it creates a credit history for these people, which now we are beginning to leverage and give them loans to enable them to carry out whatever activity they are doing at a higher level and a better level. Not only that, because we now have the fingerprints, we have created in India a biometric-enabled payment system. So you just need a smartphone, a little dongle that will scan your fingerprint, and a little printer with a Bluetooth that will print out what you are doing. And with this, you don't need a card, you don't need to remember pins. Even if you're illiterate, you need nothing other than your fingerprint. We are able to cover the entire country with this, enabling them to do their banking services like anybody else. Okay? This was, of course, regarding the financial inclusion piece. But there is one other piece that I would like to talk about. Because we are in the public sector, we are mandated to employ 1.5% people from those who are challenged or handicapped. So we have in our ranks a number of people who may be visually challenged, who may be hearing impaired, who may have other challenges. What used to happen was, because the government mandated their recruitment, they would be mandated, but thereafter, they would not be given any proper job. However, they would be on the payrolls. Now, this did nothing for their self-esteem or their dignity, neither did it help the organization. In the last 4 years, what we have done is we put a specialist team of people who know these things to work with our people to check which are the processes within the bank where these people could be used. For instance, those who are visually handicapped, if they are given talking software, they can become very good telecallers who follow up whenever there is a default on the loan. Similarly, we need a lot of documents to be scanned because we still need a manual signature. But after it is taken, the document can be recorded. We need thereafter to put this in the digital channel for their operations. So scanning was a very big activity. And we found that if you put a visually challenged person with a hearing impaired person, you get a team which does fantastic work in these kinds of ways. So the person who's visually impaired would keep feeding the documents. The person who's hearing impaired would merely see on the screen whether the documents have come properly, and the matter would go ahead. So this way we found that we had processes within the bank where these people could be fruitfully employed. Today I'm glad to say that almost 168 such people are doing a full day's work in the bank. And their teams tell us that these people are more productive than the fully abled ones. Today, therefore, what we have done out of our own experience, we have set up now a center of excellence for the integration of those who are challenged. And we are sharing the knowledge that we have got in the bank with other banks, with the idea that slowly we will spread out to other industries to try to see how best such people can be made fully productive members of our society. So I think, you know, overall, today, we are doing a number of things over and above what banking has mandated that we do. We handle 150 rural training institutions. The job of these institutions is to give vocational training starting from 3 months to 6 months to 1.5 years, and then get them placed or put them in a job. As we said, we have huge challenges ahead of us. India is a country where almost 1 million people join the work stream every month. So 10 to 15 million people joining work stream every month because we are still a very young nation. All of these people have aspirations, and it is very important for us to understand those aspirations and to fulfill them. For us, this is an article of faith because we believe that the have-nots have nothing to lose. It is the haves that have a lot to lose.
And therefore, we need to walk the extra mile to ensure that all of us are on a platform where we can come up to potential. I wish to thank the Institute again for doing me this signal honor, and I would love to take up on that offer of yours for the study of advanced economics. I really would. But let us see where fate takes me. But in the meanwhile, thank you very much and all the very best to the Institute, to the city of Kiel, to Germany. Thank you. Thank you. Thank you very much, Ms. Passageria. Der weitere Preisträger in der Kategorie Wirtschaft ist Signore Cuccinelli. Er kommt aus Umbrien, genauer aus Solomeo in der Nähe von Perugia. Und warum das bedeutsam ist, das erfahren wir jetzt auch wieder in der Laudatio von Herrn Snorr. Sehr geehrter Herr Brunello Cuccinelli, sehr verehrte Damen und Herren, what we just heard was a speech about empowerment, and this takes us to our next prize winner. Warum zeichnen wir heute ausgerechnet einen Modedesigner und Textilunternehmer im weltwirtschaftlichen Preis aus? Obwohl die Textilindustrie doch in den Ruf steht, alles andere als nachhaltig zu wirtschaften und Arbeiter unter prekären Bedingungen auszubeuten. Ganz einfach, weil Brunello Cuccinelli anders ist wie viele andere, die ebenfalls Geld mit Kleidung verdienen. Zitat. Wenn man gut behandelt wird, dann arbeitet man auch viel besser. Jeder Mensch hat Würde und die muss man respektieren. Das ist Brunello Cuccinellis Maxime, sein Credo und das ist auch das Credo seines Unternehmens. Für die Firma produzieren etwa 1000 kleine Familienbetriebe, auch aus der Umgebung von Solomeo, einem 450 Einwohnerort in Italien. Die Firma zahlt ordentlich, oft 20% mehr als vergleichbare Löhne. Die Mitarbeiter werden an Gewinn beteiligt. Berufliche E-Mails außerhalb der Arbeitszeiten sind verpönt oder verboten. Die Mittagspause dauert 1,5 Stunden und um 5:30 ist Feierabend. Das ist ein erfolgreiches wirtschaftliches Konzept. Und damit ist nicht genug. Entweder ein Fünftel der Gewinne des Unternehmens werden in eine Stiftung eingebracht, die sich ganz der Nachhaltigkeit verschrieben hat. So wurden etwa in den letzten Jahren brachliegende Industrieflächen nach Rekultivierung der Böden in Ackerland und Flächen für Wein- und Olivenbau zurückverwandelt. Und wer italienischen Wein und Oliven kennt, weiß, das, was das wirklich bedeutet. Was hat Brunello Cuccinelli zu einem so vorbildlichen Unternehmer werden lassen? Die Antwort auf diese Frage dürfte in seiner Jugend liegen. Geboren 1953 in Castel Rigone,
wuchs er in ärmlichen Verhältnissen auf. Als er 16 Jahre alt war, musste sein Vater einen Job in der Stadt annehmen, wo er schlecht behandelt wurde. Und jeden Abend sah Brunello Cucinelli, wie sein Vater darunter litt und schwor sich, egal welche Arbeit er später einmal machen würde, Schaden würde er dabei niemandem zufügen. Und so kam es. Nach der Ingenieurschule mit 24 Jahren ohne Abschluss verlassen und sich zwischenzeitlich dem Studium der antiken Philosophen gewidmet hatte, von denen wir uns gestern Abend ergötzt haben, wandte er sich der Herstellung von Strickwaren zu und hatte mit seinen Produkten aus Kaschmirwolle ganz großen Erfolg. Und 1978 gründete er die Aktiengesellschaft Brunello Cucinelli S.p.A. und siedelte sie in der Nähe seines Heimathofes in der 1985 erworbenen Burg von Solomeo an, wo die Erfolgsgeschichte bis heute andauert. Lieber Herr Cucinelli, Sie haben gesagt, man muss ein hochwertiges Produkt haben und gute Mitarbeiter, die es herstellen. Dann funktioniert es. Das haben Sie dem Tagesspiegel einmal als Ihr Erfolgskonzept erklärt. Und dem wäre noch hinzuzufügen, dass Sie sich mit Ihren Unternehmen und Ihrer Stiftung vielfältig für die Region engagieren und damit nicht zuletzt ein Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit sind. Und nicht nur für Ihre Region und nicht nur für Ihr Land, sondern für die ganze Welt. Das ist ein Geist, den man verfolgen muss. Und in einer globalisierten Welt, in der der menschliche Faktor den langfristigen Wirtschaftserfolg vorantreiben soll, sind Sie eine Art ruhender Pol. Sie erfüllen auf brillante Weise die Ideale des ehrbaren Kaufmanns. So, jetzt zitter ich, ein großer Versuch. Lei, Brunello Cucinelli, ci indica la via per un futuro imprenditoriale sostenibile. È quindi un grande onore per me oggi consigliare il premio Economia Mondiale nella categoria Economia. Scritto in tedesco, provo in tedesco, ma prima di iniziare vorrei fare un grande omaggio al nostro padre dell'Europa, il cancelliere Schmidt, il cancelliere Kohl, che per me è stato un padre ispiratore della grande Europa e una persona per bene, quindi vorrei che facessimo un grande applauso. O meine geschätzten germanic Volk, ich bin oft geirrt und gerührt. Ihr habt mir eine edles und liebenswerte Geschenke gegeben. Mein Vater ist sicher stolz darüber. Ich habe von euch viel gelernt und viel ausgesaugt, um meine Geist und meine Seele zu nähren. Mein Beruf ist hier mit euch angefangen. Mit Pünktlichkeit habt ihr mir et extern Deutschmark bezahlt. Danke, danke, danke.
Grazie. Thank you. Il mio inglese non mi consente di parlare con l'anima, quindi un grazie di cuore all'istituto. Qui manca la bandiera italiana, ma le posso garantire che questo istituto collaborerà con la nostra splendida Italia. Sicuro, mi occupo io. Guardate, io ho avuto sempre un grande sogno della vita. Io volevo lavorare per la dignità morale ed economica dell'essere umano. Avevo questo grande obiettivo di realizzare profitto e farlo con etica, dignità e morale, senza recar danni all'umanità, o perlomeno meno possibile. Vivo in questo piccolo paese, che è Solomeo, che in 30 anni abbiamo cercato di restaurare, ascoltando la voce sapiente dei miei grandi maestri dell'umanità, cercando di sentirci custodi pro tempore di questi luoghi. E probabilmente, come diceva il mio stimato maestro Adriano Imperatore, ci sentiamo responsabili delle bellezze del mondo. Fino a 15 anni ho vissuto in campagna, facevamo i contadini, non avevamo l'elettricità in casa, quindi c'erano candele e un grande silenzio. Non ho mai visto i miei genitori litigare, forse perché se litigavano la notte poi il giorno, eravamo una famiglia numerosa, dovevano riappacificare. Era abbastanza affascinante questa idea di mio nonno, che spesso alzando gli occhi al cielo diceva che Dio ci mandi il giusto vento, il giusto sole, la giusta nebbia. Tutto doveva essere in qualche maniera giusto. Questa era una bella espressione di vita. Lavoravamo la terra con gli animali, quindi ho negli occhi, nel naso, le forme e gli odori di questa magnifica terra, no? Affascinante. Poi molto bello era il Natale, perché si andava dal cosiddetto padrone quando la terra è ferma e si facevano i conti. E quando si facevano i conti, tornava mio nonno e mio zio, diceva: è andato un anno abbastanza bene, non diceva abbiamo guadagnato 10 o 20 o 50, e poi spesso diceva che Dio l'anno prossimo ci mandi un anno leggermente migliore. Questo è stato un momento affascinante della mia vita, quindi ho questi primi 15 anni della vita molto belli. Ho visto scritto in un testo antico, guardate, cerca di essere con tuo figlio da 0 a 10 anni il suo maestro, da 10 a 20, o maestra chiaramente al femminile, suo padre o sua madre, da 20 per tutta la vita il suo amico. Significa che l'uomo a 15-20 anni, l'essere umano, è costruito. Poi a 15 anni siamo andati ad abitare vicino a una città, perché il sogno di mio babbo era di lavorare in un'industria. Però spesso tornava a casa e, umiliato, aveva più o meno 45 anni, diceva: che cosa ho fatto io a Dio per essere umiliato? E io non capivo perché un essere umiliato, perché dobbiamo umiliare un essere umano? Tanto più che faceva un lavoro umile, non aveva studiato niente. E da lì mi sono detto: non so che cosa farò nella vita, ma vorrei farlo per la dignità umana. Poi fra 15 e 25 praticamente io non ho fatto niente, Presidente, perché erano gli anni della rivoluzione del 68-69, andavamo a scuola, c'era il cosiddetto sei politico per tutti, quindi io non ho studiato niente, non ho comprato neanche i libri. Ho fatto 3 anni di ingegneria, ho dato un solo esame, non sono stato ammesso all'orale, però mi sono divertito da morire. E questi 10 anni sono stati la mia università della vita. Vi dico perché. Perché in questo bar, il caffè italiano, la discussione, si discuteva ogni giorno di politica, di donne, di teologia, di filosofia, di scherzi. C'era con me una ragazza che faceva la prostituta e io ascoltavo la notte le sue pene, avevo 17-18 anni, quindi ascoltare la pene di una donna che ha dei problemi di vita speciale. In questi dibattiti, perché guardate, al bar, in questi luoghi c'è sempre qualcuno che ascolta la tua anima,
le tue pene, ora non c'è più nessuno che ascolta le nostre pene. E in queste discussioni meravigliose questo ragazzo parla di Kant, perché lui studiava filosofia. Vado da Kant, difficilissimo ancora oggi, da me stimato ma difficilissimo, e trovo una bellissima espressione che mi affascina la vita, quando lui dice: agisci considerando l'umanità sia per te stesso che per gli altri, non come semplice mezzo ma come nobile fine. Ho detto: questo è un genio dell'umanità. Da lì mi sono ispirato. Poi ho costruito a 25 anni questo Kashmir, sapete perché? Perché io non volevo costruire qualcosa che si buttasse. Ecco perché mi sono messo a far Kashmir. Sapete dove sono venuto a venderla? Nella vostra magnifica Germania. Ecco perché ho provato in tedesco a ringraziarvi. Voi mi avete dato i primi soldi della mia impresa, e se io sono qui è grazie al popolo tedesco. Nella mia azienda mi chiamano il tedesco, questo mi piace moltissimo, perché ho preso da voi la rigorosità, la poesia, la musica, quindi siete stati con i vostri grandi maestri, l'imperatore, il grande imperatore Federico II, il grande, che nel 1210, appena eletto imperatore romano, quindi anche mio imperatore, nostro imperatore, decide di avere la scorta esclusivamente degli islamici. Il grande vostro Federico Barbarossa, che il paese dove abito io l'ha dichiarato di suo possesso, Federico Barbarossa. Quindi siamo legati. Nel 1750 il vostro grande Federico mette la scuola obbligatoria per tutti. Guardate come siete geniali. Quindi ho costruito questa impresa in questo luogo che è questo paese. Però costruendo questa impresa io volevo che l'essere umano, andando al lavoro il mattino, lavorasse in luoghi leggermente migliori, che guadagnasse qualche cosa di più, perché andando il mattino con quel mal dell'anima che colpisce ogni essere umano, facendo dei lavori spesso ripetitivi per 1.000 euro al mese, questo è quello. Allora questo io volevo alleggerire, volevo restaurare il paese per custodirlo per l'umanità, volevo che le persone lavorassero con dignità e rispetto. Dice all'imperatore Adriano: guardate, non ho mai conosciuto qualcuno che dopo un complimento non si sia sentito migliore. Quindi questa è la base di fondo. Da lì sono partito, provando a immaginare un mondo leggermente migliore. Guardate, io credo che noi oggi stiamo vivendo forse il miglior momento dell'umanità. Io sono affascinato dalla storia e dalla filosofia antica, ma un momento come questo nell'umanità non c'è stato. 1500 circa, tornano i mercanti dall'America e portano patate, mais e pomodoro, rompono gli equilibri e noi in Italia abbiamo paura. Erasmo da Rotterdam dice: oh mio Signore, fammi vivere un'altra ventina d'anni perché sta arrivando il secolo d'oro, che poi è arrivato. Allora io dico: penso che noi stiamo vivendo un momento di grande risveglio. Guardate, dopo 30 anni di crisi di civiltà, e non parlo di crisi economica, dove i grandi valori dell'essere umano si sono addormentati, ora siamo in pieno risveglio morale, civile, spirituale, etico, umano. Da lì dobbiamo ripartire, dove ai nostri giovani per 30 anni abbiamo detto loro due cose importanti. Uno, li abbiamo educati all'obbligo di aver paura. Ma di che cosa devono aver paura i nostri giovani, i nostri figli? I nostri nonni, i padri hanno fatto la guerra, la dittatura, la fame. Come venivano trattati gli esseri umani 30 anni fa, i gay, le donne, i bambini? Ecco dove io credo che stiamo vivendo un momento di grande rinascita, dove i grandi valori dell'essere umano, la bella politica, Presidente, la spiritualità, la religione e la grande famiglia sono i grandi ideali dell'essere umano. Da lì dobbiamo ripartire, perché a un certo punto Epicuro dice una bella cosa: due problemi deve risolvere l'uomo, il mal dell'anima, che può risolvere solo con la felicità, e utilizzare tutto ciò che la terra ci dà, quindi non consumarle. Questo nuovo avvio dei nostri giovani
che non consumano più, ma utilizzano le cose, che non volgono le spalle alla povertà. Questo è il grande momento che stiamo vivendo. Allora, che cosa possiamo fare insieme? Possiamo tornare a dare dignità morale ed economica all'essere umano. Possiamo tornare, Presidente, lei ha parlato di crescita. Noi siamo quotati in borsa. Io ho sempre sostenuto una crescita garbata, un profitto sano, un profitto garbato, il giusto equilibrio tra profitto e dono. È questo che noi dobbiamo cercare di riscoprire, senza recar danni all'umanità. Guardate, io credo che noi stiamo vivendo un momento affascinante. Noi in azienda non usiamo il termine globalizzazione, ma l'abbiamo convertito in universalismo dell'uomo, quel grande universalismo che Alessandro Magno nel 300 avanti Cristo cerca di impostare con l'ellenismo, che i miei imperatori romani maestri cercano di portare con Roma. Ma questo è l'universalismo dell'uomo verso l'uomo, e che internet ci dà la possibilità di portare avanti. Quindi io trovo un momento affascinante. Io credo che internet abbia cambiato l'umanità. Non so se siete d'accordo con me. Lavoriamo troppo, siamo troppo connessi, e questa connessione, la sera dopo il lavoro, la domenica, ci crea un mal dell'anima forte, che spinge questo rumore informatico. Allora io vorrei fare un grande appello ai miei grandi innovatori dell'umanità che ci hanno dato tecnologie affascinanti. Ma l'appello che vorrei fare è dire quello che faceva Leonardo. Leonardo era un innovatore umanista. Allora vorrei dire loro: riunitevi, discutete a lungo e cercate in qualche maniera di darci come possiamo utilizzare queste tecnologie affascinanti, che è un dono della natura, perché noi e i nostri figli non perdiamo quella umanità che il creato ci ha donato. È di questo che noi abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno di tornare a riimmaginare un capitalismo contemporaneo. Tutti sanno di tutto. Per essere credibili dobbiamo essere veramente veri. È da lì dove dobbiamo ripartire, da essere persone per bene. Quindi, immensamente grazie all'Istituto, vorrei concludere con due frasi che mi piacciono tantissimo, guardate. C'è una frase di Boezio nel 500 d.C., condannato a morte da Teodorico, che a un certo punto dice: «O miei stimati uomini, che se la vostra anima fosse governata da quell'amor che governa il cielo». Allora io dico che noi abbiamo bisogno di persone per bene, abbiamo bisogno di uomini illuminati per bene, di madri illuminate, di padri illuminati. Allora, dandomi questo dono che porto a casa con un po' di emozione, vi dico che l'umanità tutta e voi, miei stimati germanici, perché mi piace molto l'espressione germanico, mi avete fatto un grande dono. Quindi che Dio illumini il nostro cammino, che il creato illumini il nostro cammino. Grazie, sono onoratissimo. Grazie tantissimo a lei anche, Signore Cucinelli. Die letzte und genauso wichtige Kategorie ist jetzt die der Wissenschaft. Und da ist unser Preisträger einer, der immer wieder am Institut war und auch schon mal den wissenschaftlichen Preis des Instituts gewonnen hat, den Bernhard-Harms-Preis 1996. Aber er hat es nicht bei der Wissenschaft belassen. Das noch. Just a word about what we have just heard that is terribly important
for economists to take note of each of our prize winners. And here, one of the important issues is what you call a moral awakening is required in order to take us forward. It used to be part of economics, it disappeared from it, needs to be integrated in it. And if globalization served to strengthen local communities in the way that you have strengthened yours, then globalization would not be seen as a threat. And the fact that global companies do not, in general, act that way is something that should make us pensive. Now, in very much the same vein, we come to one of the extraordinary figures of our time. Lieber Assar Lindbeck, meine Damen und Herren, the true test of a brilliant theory is what is first thought to be wrong is later shown to be obvious. That is one of the well-known quotes, und Assar Lindbeck sprüht vor solchen Theorien. Er ist ein Querdenker, der nichts respektiert außer Wahrheit und Kreativität. Ich habe selbst erlebt, wie er berühmte, etablierte Professoren zerpflückt, währenddem er jungen, unbekannten Wissenschaftlern ganz große Bedeutung schenkt, wenn sie originelle Ideen haben. Und das ist eine herausragende Gabe, die das ganze Geschehen an einem Institut, das ganze Geschehen in der Akademie prägen sollte und prägen muss. Er ist ein Mann, der Wissenschaft im besten Sinn betreibt. Drang nach neuen Ideen, die der Gesellschaft zugutekommen. Unabhängig von derzeit die übliche Weisheit oder die akademische Mode oder die politische Korrektheit gilt. Als ich angefangen habe mit unserem Global Economic Symposium, war einer der Beiträge von Assar Lindbeck: Es muss politisch inkorrekt sein. Es muss kreativ in die Zukunft schauen, nicht in die Gegenwart. Gesellschaftlich wertvolle Ideen so einfach wie möglich zu schaffen, sodass der Weg vom vermuteten Fehler zur Offensichtlichkeit so kurz wie möglich geschieht. Das sind seine Prinzipien. Er hat eine Einstellung zur Wissenschaft, die Kreativität, intellektuellen Mut, gesellschaftliche Verantwortung beschwört. Er machte grundlegende Beiträge zur makroökonomischen Theorie, zur Arbeitsmarktökonomik, Analyse des Wohlfahrtsstaats, monetäre Theorie, Außenhandelstheorie, Strukturreformen in Schweden, China und anderswo, Analyse von sozialen Normen und noch viel mehr. Assar Lindbeck blickt auf eine eindrucksvolle wissenschaftliche Karriere zurück. Geboren 1930 im schwedischen Umeå, studierte er zunächst Wirtschaftswissenschaften an den Universitäten in Stockholm und Uppsala. Seit 1975 ist er Professor für internationale Volkswirtschaftslehre am Institute for International Economic Studies an der Universität Stockholm, welches er bis 1959 leitete. 1986 spielte Assar Lindbeck eine entscheidende Rolle, als der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ins Leben gerufen wurde. Von 1969 bis 1994 war er Mitglied des Entscheidungskomitees zur Vergabe des Preises und von 1980 bis 1994 dessen Vorsitzender. Von 1992 bis 1993 leitete er die sogenannte Lindbeck-Kommission, die von der schwedischen Regierung ins Leben gerufen wurde, um angesichts der damaligen Wirtschaftskrise Reformvorschläge für das Land auszuarbeiten. Lindbeck ist unter anderem Mitglied des Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften sowie der finnischen, dänischen und norwegischen Akademie der Wissenschaften
Und ebenfalls gehörte der American Academy of Arts and Sciences an. Und zusätzlich ist er auch ein angesehener Maler, dessen Ausstellungen und Werke in Stockholm und der weiten Welt bekannt sind. Ganz außerordentlicher Mann. Und all das hört sich gut an, aber ich bin in der bevorzugten Lage, Assar Lindbeck persönlich zu kennen, da ich mit ihm die Insider-Outsider-Theorie der Beschäftigung und der Arbeitslosigkeit erarbeitete und an verschiedenen anderen neuen Denkrichtungen, wie zum Beispiel eine Theorie der Organisation der Arbeit, mit ihm ins Leben gerufen habe. Und ich weiß, in allen Lindbecks Werken steht der Mensch immer im Mittelpunkt des Geschehens. Seine Analysen des Wohlfahrtsstaats, Arbeitsmarkt und soziale Normen zeigen den Verlierern des Strukturwandels einen Weg zurück zur gesellschaftlichen Teilhabe. Genau das, wovon Sie auch sprachen. Einen Weg, nicht auf Sozialleistungen angewiesen zu sein, sondern, wie es im Deutschen so schön heißt, seines eigenen Glücks Schmied zu werden. Dear Assar, you've made a variety of path-breaking contributions to economics that have shaped the thinking of the economics profession as well as of policymakers and the public. And beyond that, I can say that it is virtually impossible to be in your company without getting new ideas, usually ones that contradict the conventional wisdom. For all those who, like me, have had the extraordinary privilege of working with you, your inspiration has shaped how we do research, how we give policy advice, and how we interact with the next generation of economists and policymakers. And in these and in many other ways, your guiding influence is felt far beyond what you can imagine. And it's therefore a special personal pleasure for me to confer on you the Global Economy Prize in the category of economics. We thank you, first of all, for the generosity to give me this prize, which I understand is a prize in my case for economic research. Last night, the laureates met with people from the institute and from the city, and the discussions there centered really on the issue, what are the consequences for economic welfare of robotization and of globalization. And I think we could say that everybody agreed that both these processes are potentially very positive for social welfare in society. But many people have been left behind in both processes, by losing jobs and losing income and losing orientation in life. And I think this is partly a consequence of the blindness of established political parties who did not respond to protests on the environmental side and on the globalization side, on the migration side. And that meant that new political parties were necessary. Entry in the political market emerged when the standard
parties did not take up the issue. Unfortunately, the established parties then just tried to stigmatize all new parties who try to deal with the issues and make them martyrs in many countries. And this way, paradoxically perhaps, helped them to be established in society, because many people felt that many individuals had been left behind and the political parties had been passive, and the entrant parties were really treated very badly. We should not call people who are uncomfortable between from what is happening in the economy as foreign enemies or something like that. They have a case, and we should listen to them. I was awarded this prize for research and not for policy advising, as I understand it. And this means that it may be proper that I talk about economic research in this case. And more specifically, I've been going to deal with rather within research society issues, or more specifically, what has really economics analysis contributed to? In which way have it contributed to our understanding of what happens in the economics systems? And what are the limitations and weaknesses of economic research as it is conducted today? Is it really possible to make solid economic research on economic issues? I have often been asked this question by people in the natural sciences, and I've usually said, yes, it's possible, but it's not as easy as in natural sciences. And this is an answer rather than just a joke. What I mean is, of course, that economic systems are extremely complex systems and therefore difficult to analyze. Moreover, they change over time and they differ geographically in the world. So let me therefore discuss, first of all, what would I say is the main contribution of economics to understanding the functioning of the economy. Well, first of all, doubts about the usefulness of economics among some people is based on a misunderstanding to some extent of what we deal with. They interpret, to a large extent, economics research as forecasting the future development of the economy. But forecasting and research are two completely different things. Research tried to scrutinize and analyze the mechanisms by which the economy developed. Forecasting. You can only forecast if you, in addition, guess what exogenous events will happen in the future, such as the weather, technological development, preference changes, and not least government decisions. And that's why I want to emphasize that we study mechanisms. And one very important aspect then is that the consequences of exogenous events and government policies do not only have direct effects, they have indirect effects which are much more difficult to see and are therefore neglected in the political discussion. Let me take a simple example. Some countries have introduced rent control. And it's very easy to see what the direct effect is. It's lower rents for individuals with first-hand contracts on tenement apartments. But the indirect effects
are not seen to the same extent. You get excess demand for housing, that is housing shortage, you get queues, you get black market, you get long waiting times to get an apartment. In Sweden, we have now had rent control for 75 years. And today it takes 12 years to wait in a queue to get an apartment in Stockholm. That's about the same length of time as people have to wait for a Trabant car in Eastern Europe a number of years ago. Moreover, how do you get an apartment when you have to wait, if you cannot wait 12 years? You have to buy it in the black market, you have to buy a condominium, and you have to buy a residential home. And who can do that? That's people who have high wealth. So we have created, rent control has created a system where the consumption of housing depends on your wealth or your parents' wealth to a considerable extent. These indirect effects have never been discovered by people who take decisions in the field. So that is my answer, to that economic analysis, in particular partial and general equilibrium analysis, studies indirect effects by studying the complex interaction between different consequences and different changes in variables in the economic system. Now, even if this is a very important contribution made during the generations of brilliant economists, economics, like all social sciences, are confronted with serious limitation. One example is how to deal with the relation between formal modeling and intuitive reasoning. It's probably generally agreed that it's important that formal analysis and common sense reasoning should be combined. Paul Samuelson had a very good formulation of this issue once. He said, all economic regularities that have no common sense core that you can explain to your wife will soon fall. I tend to agree. Intuition is important, but there are also dangers of intuitions and limitations. One is that intuition is very fragile. This is illustrated by the fact that it's very easy to give a verbal intuitive explanation afterwards when you have first seen the formal analysis. And this means that intuition is very fragile because it's too flexible. Let me take an extreme example. Suppose that an economist, by a formal model, used theory and statistics, he finds out that the parameter alpha has negative effects on variable X. But after a year, and he gets a very good intuition why we should expect exactly that. But after half a year, he found an error in the calculations. So the sign was really the opposite one. After a few weeks, he have a new intuition for the reverse effect than he defended and explained earlier. It reminds me of Groucho Marx. He said once, I have very strong principles, but if you don't like my principles, I have a new one. So intuition has a similar problem as strong principles that are adjusted. Another problem is that we have priors, we have
before we make an analysis, we expect to find some systematic mechanism in the economic system. But sometimes people get results that are against their own priors. And what many people do then is to rethink. Is it something wrong with the theory behind it? Have we used bad data, or have we used the wrong statistical techniques? And after massaging the model sufficiently, they are able to get conclusions that fit with the priors. Of course, it is equally important to try to scrutinize the results afterwards when you get results that fits your priors. But incentives to look into those possibilities is much weaker. So that creates a bias. You start to rethink the analysis when you get results that you do not expect. But you are not as eager to start to recalculate everything if you get results that are in conformity with the priors. This issue is dealt with to some extent nowadays, because in the journals with the referees, they always point out that you have to make robustness checks on the results. Do the results change if you change the assumptions or methods or the data marginally? So that's a healthy reaction to this bias that could occur otherwise. There are also other problems which economics share with other social sciences. If you have used a model for many years, or you have invested 10 or 20 years to learn to master it, you have a tendency to try to apply it to every problem in the world, even if it does not fix. You might then run into the situation that Daniel Kahneman called theory-induced blindness. You could say that a model functions as a flashlight on a theater stage. What you lit up comes out much clearer, but the rest becomes even more difficult to see. So that is a case for looking at robustness by varying the assumptions and by looking at a wider economic and social environment in which the system operates. Now, some criticism of economics is specific for our research area. And I would like to mention two such criticisms in particular. One is that we are criticized for excessive interest in individuals who have very good intellectual capacity, that they were completely rational in individuals. And research has shown in many cases that rationality is often much smaller than in models. And another criticism is that you cannot make justice to the complexity of our society by using so narrow motives, assuming so narrow motives for individual behavior, namely selfishness. And as a consequence, it has been more and more important nowadays that economic models include elements of non-rational behavior
over optimism, etc. And also the individual motives are wider nowadays than in research 10 or 20 years ago. You have much more social norms and similar mechanism, status, etc. Social variables that were for a long time absent from economic analysis. In spite of this improvement in recent years, many critical comments still exist. What has happened is that economic models have, in recent periods, imported knowledge from other social sciences, in particular in social psychology. And there's no doubt that the realism have been increased in many cases when the assumptions about individual, the motives of individual behaviors are richer than in traditional analysis. However, even if there is large advances in economic analysis in recent years, we have to admit that the precision will never achieve the same level as in physics. Indeed, John Stuart Mill, long time ago, emphasized that certain economic mechanisms are really statements about tendencies rather than tight laws. In a similar way, Friedrich von Hayek has argued that economic analysis only achieve what he called pattern prediction, which I interpreted as broad, mainly qualitative knowledge about economic mechanisms without precision on in quantitative analysis. But I am, however, somewhat more optimistic than John Stuart Mill and Hayek. And that's because there has been so great progress in recent years in particular in quantitative economic analysis, that is econometrics, where the methods help us to see the difference between simple correlations and causality, which is a very important contribution. So I think there is great hope that progress will continue and many limitations will be eliminated in the coming years. Those who live can wait and see. Thank you. Thank you very much, Professor Lindbeck. Liebe Gäste, das war sie, die 13. Verleihung des Weltwirtschaftlichen Preises in diesem Jahr. Wichtige Botschaften sind die Bedeutung einer offenen, toleranten und auf menschliche Bedürfnisse ausgerichteten Welt. Nehmen wir das mit nach draußen. Einen herzlichen Dank nochmal an die Stadt Kiel, an die IHK Schleswig-Holstein für die gemeinsame Verleihung dieses Preises. Und wir alle drei zusammen als Gastgeber möchten wir Sie herzlich jetzt noch dazu einladen, mal etwas zu essen und zu trinken, die Gedanken weiterzuspinnen
wünsche Ihnen dann einen schönen Tag, schöne Kieler Woche und viel Spaß noch, wo immerhin Sie gehen. Dankeschön.